Entschuldigt, dass ich euch hab warten lassen, aber weiter geht's mit Let's Play Banjo-Tooie. Die achte und letzte reguläre Welt. Ja, ihr kennt ja die Gründe. Zu viele neue Let's Plays und da müssen die älteren, gerade zu Retro-Titeln, immer so ein bisschen zurückstecken heute. Oder diesmal hat es Banjo-Tooie getroffen, deswegen kam jetzt eine gewisse Zeit kein Part. Der nächste kommt am Sonntag und auch ansonsten kann ich euch nicht versprechen, wann was kommt. Freut euch einfach drauf, dadurch geht das Let's Play länger als geplant und naja, sorry. Lust auf etwas körperliche Ertüchtigung, Fellkugel? Nein, danke. Doch, Banjo. Gut, ich heiße Herr Fit und der Name ist Programm. Ich bin super fit, aber ich überlasse dir meine Fitness-Goldmedaille. Wenn du mich in 3 Disziplinen besiegst. Das ist nett. Das ist es wirklich. Die erste Disziplin ist, wie du siehst, Hochsprung. Die Stange markiert meine Bestleistung. Du musst nur höher springen. Ich weiß nicht, fit ist er, aber trotzdem eine Plauze, ne? Das ist... schlecht von der... Schlechte Gene oder einfach ein schlechter Körperbau, ne? Kann man nichts machen. So, kümmern wir uns um die achte Welt. Die für mich schon immer wirkt wie eine Ansammlung der letzten Reste, die Rare nach Banjo-Kazooie, Tooie und Donkey Kong 64 noch übrig hatten. Ich habe einen merkwürdigen Samen gefunden. Jetzt geht es langsam. Ist der essbar? Schlagen wir Mr. Fit erstmal an seiner ersten Disziplin. Auch das wusste ich als Kind einfach eine Ewigkeit nicht, dass die Schuhe da unten drunter sind. Und? Wie hast du das gemacht? Aber egal, auf der nächsten Disziplin, wenn du mich findest. Dreimal muss man ihn besiegen. Was gibt's noch? Sackhüpfen und rennen, ja. Als nächstes Sackhüpfen. Auch in der letzten Welt gibt es nochmals Moves zu finden. Also ihr seht schon, irgendwie in der Luft einfach Wumbas Wigwam, dann irgendeine Mülltonne, dann Mumbo, da hinten ist ein Honigtopf, es gibt noch einen Pudding. Ja, da unten ist die Puddingburg. Es schwebt einfach so in der Luft, random, also. Es gibt hier diesen Zentralberg, der quasi alles mehr oder weniger miteinander verbindet. Und auch ein paar Sachen, auf die man achten muss, wie man das am besten angeht. Ich wollte mir zwar vorher Gedanken machen, gerade mit den Samen hier, die braucht man auch für gewisse... Also wir haben 2 Samen, ne? Ich will die erstmal legen, bevor wir zum Mumbo gehen. Zum richtigen Mumbo. Pass auf. Zubas! Die Zubas sind wieder da! Aus dem Clicklockwood, da waren sie zu Hause. Sie mussten ja umziehen. Sind sie hierher umgezogen? Oh mein Gott. Ich würde noch ungern da rein oder da runter gehen. Ja, ich weiß aber nur, dass es da was gibt. Naja, da kommen wir ja gleich hin. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in den Berg rein. Also die Orientierung ist hier nicht so schwierig zu halten. Ja, anders. Anders, ne? Ist nicht so schwierig wie in den letzten Welten. Steinhagelgipfel, Crunty GmbH. Aber manche, ihr müsst euch, während hier einfach die aufploppenden Gegner mit den Zuckerstangen und den Würstchen, müsst euch einfach orientieren. Und das versuche ich jetzt ja auch, ne? Also ich bin jetzt nicht der Mastermind hier. Wir haben da einen blauen Ausgang. Wir kamen aus dem grünen. Hallo, Jinjo. Dann haben wir das unten im Wasser, wie eben schon gesehen. Da oben ist ein hellblauer Ausgang, da ist ein gelber Ausgang. Es gibt aber noch einen roten, ne? Wo ist der rote Ausgang? Da. Ja, das sollte man sich erstmal zu Gemüte führen. So, pass auf. Als nächstes ist da ein Ei. Das brüten wir erstmal aus. Hat ja super geklappt. Also, ich liebe das Let's Play auch. Es ist für mich was ganz anderes als die anderen Let's Plays. Weil, keine Ahnung.
Schon allein, dass wir ein N64-Spiel haben in toller Grafik, also ihr wisst schon, 16:9, scharf gestochene Texturen und so, und dass ich mich auskenne und dass es Spaß macht, das zu erleben, das ist wirklich, ich genieße das. Ich genieße das vollkommen. Ich entdecke gern die neuen Spiele blind, aber man ist ja irgendwo zu einem gewissen Grad unsicher. Und wenn man nicht weiß, was passiert, ne, geht man ein paar anders an. Wow, ich glaube, das ist ein seltenes Pendulavium-Insekt. Das letzte Wort nicht gelesen. Dieses Insekt wäre doch super in Banjos Rucksack, oder? Seht ihr, so lange nicht gespielt, da kann ich die Moves nicht mehr auf den ersten Tastendruck. Wenn wir so ein Pendulavium einpacken, fliegt Banjo auf diese Art und Weise, weil es schwebt magisch. Okay? Ihr seht schon, wo ich hin will. Da ist der Move. Ich glaube, es ist der letzte, ne? Soll noch klein machen, passe ich durchs Loch. Pflanze einen Samen und beobachte ihn beim Wachsen. Rauf auf den Bohnenstängel. Hi. Tut dir Gefahr, springst du hinauf. Hinein in den Rucksack, denn er ist jetzt auf. Halte RT oder RT gedrückt. Und dann drücke den rechten Stick nach oben. Darin bist du sicher und nichts tut dir weh. Das ist dann alles. Weggetreten. Drücke C und nichts tut dir mehr weh. Aber ich habe auch zweimal LT gesagt, glaube ich. Ich würde noch ganz kurz gucken, ist es der letzte Move gewesen? Ich glaube schon. Ja, hier gibt es nur einen. Alles klar. Alles klar. Dann haben wir alles. Haben wir alle Moves. Verdammt nochmal. Was? Ja, Sackhüpfen hat er mir beigebracht. Das brauchen wir für Mr. Fit. Offensichtlicherweise. Ansonsten würde ich mal erstmal wieder mich zusammentun. Gehen wir kurz mal zum Safe und sagen dem Hallo, ein neuer NPC. Super Slash. Achso, ja, natürlich, Kazooie ist wie versprochen wieder ein Vogel, ne? Also, da habe ich dran gedacht. War ja auch lange Zeit ein Drachen. Reicht. Seid gegrüßt, Fleischlinge. Wow, ein sprechender Safe. Korrekt. Ich bin ein Safe genial. Mit 4 Ziffern, unendlichen Kombinationen und gepanzerter Kernkammer. Aber bei 4 Ziffern sind nur 10.000 Kombinationen möglich. Hey, wer braucht solche Besserwisser? Hier oben gibt es schon genug. Dann lass uns mal reinsehen. Da ist nur ein kleines Problem. Ich weiß meine Kombination nicht mehr. Vielleicht hätte man auch mehr in dein Intelligenzchip investieren sollen. Ich weiß. Verzeiht, Fleischlinge. Aber wenn ihr die Kombination findet, lasse ich euch gerne rein. Mhm, verlockend. Schade, dass man die Kombination nicht einfach eingeben kann. Man muss, es gibt in der Welt 4 Schalter und die setzen über Funk quasi sich mit dem in Verbindung. Findet ihr 4 Orte in der Welt und ihr bekommt was dafür. Was haben wir denn da? Ach ja. Ich weiß, was wir da haben. Jetzt muss ich auf die Energie aufpassen, weil ich mit Kazooie runtergefallen bin. Nash. Mag ich die Welt? Eigentlich nicht. Also sie ist mir wirklich ein bisschen zu zusammengewürfelt. Aber gerade habe ich irgendwie voll Bock. No joke. No joke. Normalerweise sage ich so, das ist mit einer der schlechtesten Welten hier. Eben weil es... vielleicht mögen manche dieses Wildere, aber ihr habt ja gesehen, wie das alles einfach nur in der Luft schwebt. Also hier haben wir eine 9. Das ist eine 2. Ziffer. Das sind immer dieselben Zahlen, weil die haben auch eine Bedeutung. Aber dazu kommen wir, wenn wir alle haben. Dann sage ich euch nämlich, was es ist. Der spielt da auf irgendwas. Ach, ich habe doch durch Yamyas alles geheilt, ne? Ja, die Gegner wollen hier halt fies sein, weil sie aus dem Nix auftauchen, die Schweine. Ich glaube, ich kann auch hier hoch. Da ist sonst nichts weiter. Ich komme da nicht so einfach hoch. Leck mich doch an der Kniescheibe. Nee, das ist schon wieder... Hä? Hab ich das gemeint?
glaube, ich habe das gar nicht gemeint. Ach, keine Ahnung. Da war irgendwo ein Becken mit einem Dingens drin. Lobo. Diejenige, die Draisinen repariert, macht dies auch mit Mäusen. Bitte nicht. Bitte nicht. So. Achso, hier ist auch ein Klobo. Gut. Dann war das vielleicht woanders. Bin mir gar nicht mehr ganz im Klaren. Geht das Wasser? Das Wasser geht ja irgendwie weg. Aber wie nochmal? Mit dir hatte das nichts zu tun, ne? Oh nein. So, da ist nämlich etwas. Nämlich die Zahl 1. Das sind direkt Schalter mit einem Zeitbombenei drauf, weil man alle 4 mit einem Zeitbombenei erreichen soll. Ihr erinnert euch, neben Boggys Iglu auf den Steinhagelgipfeln war ja seine Frau, war ja eine Frau, Eisblock, die ihren Mann George gesucht hat. Oder Georg. Georg war, glaube ich, der deutsche Name. Und hier ist er. Hallo. Hey, junger Mann. Ich bin Georg Eisblock. Es hat mich an diesen grässlichen, hochgelegenen Ort verschlagen. Wie ist das passiert, Georg? Ich war spazieren auf der Eisseite der Steinhagelgipfel mit meiner Frau Martha. Da hat mich ein fürchterlicher Schneesturm weggefegt. Bleib doch hier oben. Schöne Aussicht. Ich habe Höhenangst. Also, ich glaube, ich bin genau über der Eisseite. Gib mir einfach einen Schubs. Mach ich, was du sagst, ne? Aber Leute, die Höhenangst haben, die wollen nicht, dass ich denen jetzt einen Schubs gebe, ne? Glück auf. Wir sind echt weit oben. Er landet direkt auf der falschen Seite. Nein, die falsche Seite! Sag Martha, dass ich sie lieb! Jetzt ist das Wasser kühler geworden. Erinnert ihr euch? Wir wollten den Schalter betätigen und dann hieß es, ist zu heiß, ne? Jetzt ist schön abgekühlt. Luftangriff! Verteidigt das Puzzle um jeden Preis! Machen wir da erstmal den Schmodder. Ich glaube, geht das noch? Ganz sicher. Ne? Hilfe, meine Energie. Es geht nicht mit Eiern. Hä, wie geht denn das nochmal? Andere Eier? Ich kann es mir gar nicht anders erklären. Oder ist das nicht das Richtige? Hä, ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Also eingefroren ist das Ding ja. Blablabla. Da habe ich jetzt echt eine Erinnerungslücke. Wie kriegt man... Die muss man irgendwie alle platt machen. Ach so, ich weiß es. Geht jetzt gar nicht. Was ich hier anstelle, ist totaler Käse. Geht gar nicht. Komme ich später drauf zurück. Die Mülltonne. Oh Gott, will ich da hin? Ich weiß es nicht so genau. Wäre eine Option. Auf jeden Fall ist oben eine leere Honigwabe und hinter der... Ich mach's einfach mal, es muss ja... Es gab ja... Achso, du kommst mit der Pflanze zurück, ne? Nur mit Kesui kommt man rein. Ich würde gerne Folgendes zeigen und machen und tun. Hier ist nämlich wieder ein Loch. Und ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Eine weitere
Ziffer. Für Safe Genial. Wir nennen ihn Safe Genial, weil er ist auch genial. Warum machen wir nicht erstmal die Mülltonne? Wenn wir schon hier sind, dass ich die Stelle abgehakt habe. Ich sehe mal zu, mit Kazooie alleine hier hinzukommen. Diese Pose, wie die stehen. Oh ja, interessant. Interessant, wo wir hier sind. Das ist immer so ein bisschen der Punkt. Rausfinden. Aber ich glaube, hier oben ist sogar der Hüpfsackbereich. Das ist die Schwierigkeit an der Sache, mit denen da hinzukommen, wie man hin will. Ach du Schande. Da könnte man auch brüten. Da muss man brüten. Das ist, was man berücksichtigen sollte. Ich guck mal, ob hier Trennplatten sind. Das wäre formidabel. Nee. Aber Kazooie alleine kommt so hoch. Andererseits, jetzt muss Banjo alleine auch dahin. Es muss noch andere Wege geben. Banjo alleine muss auch hier hin. Ja, nicht so einfach. Jetzt bin ich aber hier unten im roten Bereich. Verstehe. Naja, Banjo kann klettern. Es gab irgendwo auch oben Trennplatten. Das ist das, was mich gerade so ein bisschen triggert. Aber es war nicht dort? Nicht mal in der Nähe? Dann nehmen wir halt das so. Wo waren denn in der Höhle noch Trennplatten? Das war da nicht. Dort. Da sind Trennplatten. Da ist das. Hä? Ich könnte schwören. Ja, gehen wir doch einfach dahin. Jetzt mal. Ganz ohne Witz. Wie ich sagte, von Welt zu Welt verschwimmen meine Erinnerungen noch ein klein bisschen mehr. Aber noch klar genug, um hier zurechtzukommen. Als ob. Das sind Turnschuhe. Ich weiß, wofür die Turnschuhe sind. Jetzt leckst du mich aber an der Kniescheibe, sag mal. Seitenbacher. Ist ja in Ordnung, ich nehme die. Ich nehme die Trennplatten. Wie kommt man denn an den Jinjo ran? Ja, gibt es auch ein paar Optionen. Passt auf. Der Suite leitet in aller Majestätik hier rüber. In der Sprungplatte kommt sie hoch genug. Der freut sich ein Ast ab. Dann nehmen wir welche Schuhe? Welche Schuhe? Profi-Blob-Schuhe. Sterben. Aber alles gesaved, ja? Alles klar. Ich wollte nur schnell die Energie wieder voll haben. Was glaubt ihr denn? Das ist, Speedrunner-Taktik. Ja, es ist gemein, wenn die Gegner so einfach aufblüppen. So, jetzt gehe ich mal zurück, hoch an die Stelle, wo ich war. So, es ist wichtig, dass Kazooie das hier ausbrütet. Gibt nämlich wieder ein Pendul, was auch immer hier rum. Ja. Dann nehme ich hier die Blume. Ne, die ist gar nicht da. Es gibt eine Blume, die uns hierher befördert, aber keine Blume, die uns runtergibt. Aber gut, wir können ja fliegen. Wie eine Eins. Und dann machen wir erstmal die Mülleimer-Aufgabe. Da dürfte nur ein kleines, geschmeidiges Minispiel drin stecken. Kann man machen.
Schon wieder ein weißer Jinjo. Wie viel von euch soll es noch geben? Es gibt nämlich nur einen. Faker! Saure Milch. Milky Milky. High Fett. Wenig Kalzium, aber viel Fett. Lol. Wir haben ja noch gesalzene Snack-Treads. Mit extra salziger Goodness. Snacky Fatty Chocks mit extra Fatty Goodness. Und Jolly's Juice. Da waren wir, glaube ich, drin, oder? Ja. In Jolly's Juice waren wir drin. Und hier haben wir Muffy. Hieß er so? Muffy? Guffy. Ein Besucher. Muffo bekommt nicht allzu oft Besuch in seiner Mülltonne. Kein Wunder. Es stinkt. Ich ziehe es vor, das als Aroma zu bezeichnen. Vielleicht kannst du mir helfen. Mir droht die Räumung durch das Gesundheitsamt, wenn ich hier nicht mehr aufräume. Willst du wissen, was zu tun ist? Ekelhafte Bazillen haben sich hier eingenistet. Ich soll Bazillen im Wert von 50 Punkten vernichten. Rote Bazillen sind 1 Punkt wert. Grüne sind 2 Punkte wert. Und diese fiesen Blauen sind 3 Punkte wert. Probierst es? Ja. Du hast 60 Sekunden für 50 Bazillenpunkte. Fertig? Dann mal fangen wir an hier. Wie so oft dasselbe. Einfach mit Kazooie so ein bisschen langschlendern ist eine feine Sache. Alles mitnehmen, was man so entdeckt auf dem Weg. Ja, Blau hat Vorrang. Also ich kann mich jetzt natürlich mal wieder blamieren, aber ich behaupte, das war nicht so extrem wild. Geht natürlich auch mit Eiern, aber ich glaube, das ist nicht so erfolgreich. Das ist nicht so erfolgsversprechend. Ein bisschen glücksbasieren natürlich, ob du vor der Nase die Blauen gerade drauf gedrückt kriegst. 50 Bazillenpunkte habe ich auch schon fast. Geschafft. Gibt aber hier auch einige Minigames, die ein bisschen mehr abverlangen. Wo du dann für mehr Punkte noch was dazu bekommst. Vor allen Dingen eine Cheeto-Seite. Super, du hast 62 Bazillenpunkte. Ich kann meinen schönen Mülleimer behalten und du bekommst das. Warum war da E in Klammern? Der Text wird doch eh nur aufgeploppt, wenn du mindestens 50 hast. Willst du einen neuen Bazillenrekord aufstellen? Nee, danke. So, ja. Was wär's ansonsten? Hier war doch, glaube ich, war hier noch ein Jinjo? Der ist echt. Weil der ist so weit weg. Der ist so weit oben. Mit dem Zeitbombenmai ist das gut möglich, aber guck mal, da geht's auch rein. Ja, deswegen gibt's hier auch Eier dafür. Oder gibt's eine andere Möglichkeit? Ich guck mal. Ich mach mal Lucky Lucky. Aha, will nicht funktionieren in der Situation. Hä? Man kann nicht? Ist ja fett. Hä? Da wird's auch schwierig draufzustehen. Nee, geht nicht mal. Oh, ich schaff's aus. Ach, weißt du was? Das war gut gemeint, okay? Oh, ich hab nur 4 Versuche. Die rote Ginger-Familie ist vollständig. Sie möchten euch das geben. Warum nicht wir möchten euch das geben? Als würde er nicht dazugehören. Außenseiter. So. So, so, so. Zurück zu Banjo. Der hat ja auch noch einen Job zu erfüllen. Der muss den Weg jetzt auch nochmal latschen. 2 Samen muss man einpflanzen. Das war der eine. Aber wo war der andere doch gleich? Ich glaube, unmittelbar vor dem... Jawohl, das ist der Stinkekäse, ne? Das ist der Weg zum Stinkekäse, den ich da vorbereite. Ich weiß alles. Ich
muss nur überlegen, wie genau. Und was wo genau. Versteht ihr? Wenn es Banjo versuchen will, an die gleiche Stelle zu kommen, dann muss er halt diese Wege haben, nicht umsonst ganz kleine Sprungabschnitte. Dann kommen wir hier raus. Wir sind komplett falsch. Pass auf. Hier ist, glaube ich, das mit einem Globo. Jetzt mit Banjo alleine kann ich aber nicht schwimmen. Hier, der rote Bereich war es. Entschuldigt bitte. Banjo soll da nicht alleine hin? Warum nicht? Ich dachte, das ist gerade dafür da, dass er da hin kann. So, ihr wisst, wie es läuft. Den Pendu rein und nach drüben bitte. Oh, ist das complicated. Ja, ich weiß ja, was da oben ist, Sackhüpfen, da kommen wir aber noch nicht hin. Ei, raste aus, completely. Da kommt der Samen rein. Und dann mal wieder zurück. So. Da war der Start. So, mal diese Blume, ne? Wohin? Wohin mit Banjo? Achso. Also gab es doch eine, nur von einer anderen Richtung. Ach. Ihr seht schon, die Welt ist irgendwie schon unterteilt. Man muss sich einen Überblick verschaffen. Das ist gar nicht so einfach. Manchmal wünscht man sich, es wäre besser gewesen, dass man sich überall hätte trennen können. Aber das wäre natürlich irgendwie einfach zu einfach gewesen. Hätte so manche Aufgabe stark vereinfacht. Nur jetzt gerade zum Beispiel, ich will einfach nur wieder zusammen sein, okay? Das ist absolut der Plan. Nein, das Pappwürstchen. Das ist anstrengend. Doch, die Welt ist anstrengender, als sie tut. Wegen diesem ganzen Klumbatsch, wegen dem Hickhack. Immer wieder dahin klettern muss und so. Perversitäten. So, was ich wollte. Wir haben uns ja schon in dem roten Bereich aufgehalten. Und ihr habt ja auch gesehen, dass da Mumbos Haus ist. Da würde ich einfach mal den nächsten Part beginnen. Ne? Und da machen wir dann weiter. Wie gesagt, Sonntag, ne? Tut mir leid, dass ich nicht so häufig kommen kann wie die anderen Projekte. Ich nehme jetzt sofort auf. Ich kann jetzt sofort weitermachen. Nein, Freunde. Daumen hoch, wenn ihr euch freut, wenn Banjo da ist. Und bis zum nächsten Mal. Danke für eure Geduld. Bis dann und ciao.